Hier habe ich jetzt die zweite Forelle. Die mache ich jetzt so, wie ich meine Forellen meistens mache, und zwar schuppen und danach filetieren, weil ich die Filet mit Haut möchte. Man könnte sie auch einfach häuten, also nicht schuppen, aber ich mag die Haut dran. Wenn sie geschuppt sind, wenn jetzt jemand nicht gerne Haut hat, auch geschuppt, dann kann er eigentlich auch die Haut wegnehmen beim Essen. Aber ich mag es wirklich mit der Haut zusammen, das gibt noch so eine krosse Note. Dafür lasse ich das Wasser laufen, nehme mir einen Schupper, halte hier fest, drücke bei den Kiemen zusammen und schuppe wirklich gerade schön eher nach vorne. Die Schuppen gehen nur weg, wenn man nach vorne geht. Schön hin und her. Das Wasser macht, dass es nicht zu stark rumspritzt. So habe ich den vorderen Teil gemacht. Wechsle dann den Griff, halte ihn so fest, mache den mittleren Teil und am Ende dann beim Schwanz muss man halt etwas mit der Schräge arbeiten. Dasselbe auf der anderen Seite. Festhalten, nach vorne gehen. Schön alle Schuppen entfernen. Auch hier am Bauch. Danach den mittleren Teil. Und danach den Schwanzteil. So. Schön geschuppte Forelle. Als nächstes nehme ich das Filetiermesser. Ich fange so an, dass ich hier ungefähr über dem After einsteche. Und zwar so, dass, also wenn ich einsteche und merke, ich bin irgendwie ohne Knochen, nehme ich das Messer raus und steche so ein, dass ich auf dem Knochen drauf bin. Und steche hinten beim After aus, gehe danach am Knochen entlang nach hinten. So habe ich den hinteren Teil schön abgeschnitten, gehe dann in diese Kerbe rein und führe das Messer schön nach vorne, schön an den Gräten entlang, schneide danach hier vorne ein, schön schräg, weil hier ist noch sehr viel Fleisch dran, hebe das Ganze und trenne die Mittelgräte durch, die feine. Der Fisch ist vorher nicht ausgenommen. Und schneide schön das Filet ab. So. Und danach hier kann man erkennen, so die mittlere Linie, an der schneide ich entlang, mitten durch die zwei Flossen. So habe ich das erste Filet, schneide danach die Flosse weg und das Filet ist eigentlich schon fertig. Jetzt hier hat es noch die feinen Gräten drin. Die kann man drin lassen, wenn man damit umgehen kann, wenn man sie isst und sie nicht zerstört. Man kann aber auch den Fisch braten und nach dem Braten die Gräten mit einer Pinzette zupfen. Oder man nimmt eine Zange, wie die hier, die ist hier schön flach und zupft die Gräten raus. Beim rohen Fisch ist das nicht ganz so einfach, aber man kann sie so rausziehen. Wenn sie einen stören, so eine Zange hilft, und schön alle Gräten rausziehen. Es braucht halt etwas Zeit, aber so hat man dann wirklich schön grätenfreie Filet. Eine weitere Variante wäre der V-Schnitt. Also schneidet man hier so und so ein. Ich kann es jetzt hier gleich machen. Ich schneide hier schön rein. Und auf dieser Seite auch. Und habe danach die Gräten rausgeschnitten, eben V-Schnitt, so. Und wenn man die Haut eben dran lässt, bleibt das Filet trotzdem ganz, wie man hier sieht. Ich finde diese Lösung nicht schlecht. Die Gräten sind raus und trotzdem ist der Fisch noch ganz. Wenn man jetzt keine Haut hat, hat man halt hier zwei Teile. Man kann auch direkt durchschneiden bis nach hinten, mache ich jetzt hier aber nicht. Das wäre das eine Filet, danach das andere. Steche ich auch hier ein, so dass ich auf dem Knochen drauf bin. Steche beim After aus. Und beim zweiten Filet hat man meistens ein Stück der Fettflosse dran. Das ist normal. Schneide hier schön am Knochen entlang. Sieht man. Braucht etwas Fingerspitzengefühl und Übung. Aber mit der Zeit wird man da immer besser. Nach vorne wegschneiden. Die Mittelgräte durchschneiden. So. Abziehen. Das zweite Filet, After wegschneiden,
Flosse wegschneiden und hier hinten die Fettflosse auch wegschneiden. So. Und so sieht dann das zweite Filet aus. Und eben wegen den Gräten gibt es verschiedene Varianten. Der V-Schnitt ist eigentlich so das Einfachste, was man machen kann, wenn man jetzt die Haut noch dran hat. Muss man sie etwas spüren. Und danach das Ganze rausnehmen. Weil wie man sieht, hier sind die Gräten alle drin. Noch etwas drüber gehen, wenn man noch etwas spürt. Nochmal korrigieren. Zack. Hier hat es noch ein, zwei. So. So hat man dann die zwei Filet. Nicht mehr ganz so schön, dafür grätenfrei. Den Fisch habe ich nicht ausgenommen. Muss man auch nicht bei dieser Filetiertechnik. Kommt alles rein in den Restesack. In dem Sack habe ich sie auch gebracht, als ich sie gefangen habe. Das Ganze verschnüre ich. Durch die Luft raus. Und das kommt dann in den Gefrierschrank und wird dann in den Müll geworfen, kurz bevor er abgeholt wird, damit es nicht wirklich stinkt. Sonst haben die Nachbarn nicht wirklich Freude. Nachdem man den Fisch filetiert hat, sollte man die Filet noch abwaschen, damit restliche Verschmutzungen entfernt sind. So, das Abtropfen. Und weil ich sie dann einfrieren möchte, nicht sofort zubereiten will, tue ich sie in so einen Krebssack rein. Lege sie schön aus. Drück die Luft etwas raus, so, und schließ danach den Sack. So bekommt sie auch nicht Gefrierbrand. Jetzt hast du gesehen, wie man eine Forelle filetieren kann, wie man sie auch grätenfrei hinbekommt. Die kann man danach zubereiten, das werde ich auch noch zeigen.